Herzlich willkommen zum zweiten Litfest Homochrom hier in Köln. Schön, dass ihr vor Ort seid. Schön, dass ihr das Video angeschaltet habt oder den Podcast auf den Ohren. Wir haben 36 Autorinnen und Autoren im Programm, ein buntes Sträußchen an LSBTIAQ-Texten. Wir hoffen, da ist für jeden was dabei. Stöbert gerne mal durchs Programm. Dass wir das zweite Litfest Homochrom überhaupt durchführen können, da danken wir insbesondere unseren beiden Förderern. Zum einen ist das das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und zum zweiten die Kunststiftung NRW. Vielen Dank für die Förderung, ohne die das Litfest nicht stattfinden könnte. Und wenn ihr möchtet, dass wir von Homochrom auch weiterhin queere Kultur präsentieren, würden wir uns sehr über eine kleine oder auch großzügigere Spende freuen, denn wir müssen immer wieder Eigenanteile finanzieren und ohne das geht es leider gar nicht. Jetzt habe ich die große Freude, die erste Lesung des Tages anzukündigen. Nicole Eick, geboren 1957 in Karlsruhe und dort Abitur gemacht, studierte Sozialpädagogik in Bamberg. Nach dem Studium war sie in verschiedenen sozialpädagogischen Arbeitsfeldern tätig, zuletzt als Leiterin des klinischen Sozialdienstes des Klinikums Coburg. Sie ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und ist Ende 2020 in Altersteilzeit gegangen und nebenberuflich als Autorin und freie Journalistin tätig. Nicoles Debüt Abfall erschien 2012 und seitdem das Lesebuch Buchstabensuppe, der Krimi hinter dem Fenster und der Kurzgeschichtenband Wort verjährt nicht. Jetzt ist ihr Krimi-Roman Wer kennt diese Frau im November 21 bei Edition Tingeltangel erschienen und daraus liest sie uns jetzt vor. Einen großen Applaus für Nicole Eick. Führung ist ein in Bamberg spielender Kriminalroman mit einem etwas schrägen, aber solide ermittelnden Kommissar-Duo. Ein Frauenarzt liegt tot im Apartment der Edelprostituierten Eva. Die Dame allerdings ist und bleibt verschwunden. So weit, so gut und noch ein klassischer Kriminalfall. Ungewöhnlich allerdings, alle DNA-Spuren im Apartment sind XY. Was die Polizei erst ganz am Ende versteht, auch eine der ins Visier der Ermittlungen geratene Frau ist XY. Gudrun, die Putzfrau oder auch Freundin der Prostituierten. Ihre leidvolle Geschichte nimmt im Lauf der Kriminalerzählung mehr und mehr Gestalt an. Der Roman passt vielleicht thematisch auch ganz gut zum späteren Schwerpunkt queeres Christentum, denn sich im katholischen Bamberg als irgendwie anders zu outen, ist nach wie vor schwierig. Die folgenden Kapitel machen euch jetzt mit Gudrun bekannt. Der Friedhof liegt noch im Winterschlaf. Blattspitzen glitzern gefroren, die Luft ist klar und kalt. Rabenkrähen sitzen in den kahlen Bäumen. Die Viertelstunde Gehen vom Bahnhof aus hat Gudrun gut getan. Sie besucht das Grab ihrer Eltern auf dem Bamberger Friedhof nur selten. Es ist pflegeleicht. Eine dicke Steinplatte spart ein mit Efeu bepflanztes Rechteck aus. Dreimal im Jahr bestellen Gudrun und ihre Schwester eine Schale beim Gärtner. Stiefmütterchen im Frühjahr, Begonien im Sommer, Heidekraut im Winter. Jetzt in diesen letzten kalten Februartagen ist die ursprünglich dreifarbige Heide weißgrau verfärbt. Gudrun mag den Friedhof nicht. Zu groß, zu wenig Bäume, die Gräber gerade und genormt. Sie weiß nicht mal, ob sie ihre Eltern mag, die da seit über 20 Jahren liegen. Gudrun stellt ihren Rucksack neben das Grab und fegt mit der Hand ein paar braune Blätter von der Steinplatte. Sie fragt sich, wo die hergekommen sind. Der nächste Baum steht zu weit entfernt. Tja, sagt sie statt eines Gebets und schaut auf den Grabstein mit den Namen der Eltern. Warum sollte sie ihnen nach so langer Zeit Vorwürfe machen, wenn sie es zu ihren Lebzeiten nicht fertiggebracht hat? Auch ihre Eltern waren Kinder ihrer Zeit, nicht Täter, sondern Opfer wie Gudrun. Nur, dass es eben Opfer gibt, die seelisch und körperlich gequält werden. Opfer wie Gudrun. Kann man jemandem verzeihen, auch wenn das Geschehene unentschuldbar ist?
Diese Frage ist für Gudrun noch nicht ausreichend beantwortet. Etwas später. Die Spielzeugpuppe lächelt maskenhaft aus dem Schaufenster. Es ist fast die gleiche, wie Gudrun eine hatte. Sie hieß Frieda nach irgendeiner Großtante, die sie ihr zum 3. Geburtstag geschenkt hatte. Gudrun ist eigentlich nur vor dem geschlossenen Antiquitätengeschäft stehen geblieben, um kurz ihr Spiegelbild zu prüfen. Sie sieht aus wie immer, mit ihrem praktischen Kurzhaarschnitt, der Allerweltswollmütze auf dem Kopf, den Reißverschluss des Anoraks wegen der ungemütlichen Witterung bis oben zugezogen. Eine Frau eben, die auf die 60 zugeht. Gudrun fühlt sich so farblos wie eine Kröte in einem Schlammloch. Immerhin die Puppe lächelt sie an. Hallo Frieda, sagt Gudrun, kennst du mich noch? Das Antiquitätengeschäft liegt auf dem Weg vom Friedhof in die Innenstadt. Sie ist schon öfter daran vorbeigegangen, immer war es zu. Frieda ist wie Gudrun, konturlos. Sie gehört noch zu der Puppengeneration, der Haare aus Kunststoff modelliert wurden. Gudrun fand das schon als kleines Kind ziemlich scheußlich. Obwohl sie Frieda nicht mochte, empfand sie sofort eine Art Solidarität zu diesem Wesen, weil sie sich so ähnlich waren. Jetzt denkt sie, hätte der Laden nicht zu, ich würde hineingehen und Frieda kaufen. Sie erinnert sich an das kleine Mädchen Gudrun. Es war mit 4 Jahren zum ersten Mal im Krankenhaus, weil es immerzu Bauchschmerzen hatte, schlimme, kolikartige Bauchschmerzen. Es lag in einem Gitterbett in einem Saal mit 5 anderen Kindern, Jungen und Mädchen. Ein Holzbaustein flog gleich am ersten Tag in sein Bett und traf das Kind an der Stirn. Das Mädchen Gudrun hörte nicht mehr auf zu weinen, bis die Eltern kamen. Hier ist deine Frieda, sie tröstet dich, meinte die Mutter und legte ihm die steife Zelluloidpuppe in den Arm. Was das Mädchen eigentlich hatte, sagte ihm niemand. Alte und junge Ärzte, hübsche und weniger hübsche Krankenschwestern standen um sein Bett und legten die Stirnen in Sorgenfalten. Das Kind kniff fest die Augen zusammen, wenn es untersucht wurde. Am Bauch, im Bauch, zwischen den Beinen. Das fühlte sich kalt an und tat weh. Frieda saß daneben auf dem Kopfkissen und konnte keinen Trost spenden. Suchen Sie was Bestimmtes, ich schließe auf, wenn Sie wollen. Der kleine Mann, der plötzlich neben Gudrun am Schaufenster steht, ist bestimmt Mitte 70. Die Puppe da, was möchten Sie dafür? Naja, sagen wir 20 Euro, wäre das in Ordnung? Gudrun nickt. Eine Szene auf dem Schulhof der Realschule. Gudrun im Alter von 15 Jahren, allein auf einer Bank sitzend, mit ihrem Pausenbrot in der Hand. Sie trug eine Jeanshose aus dem Versandkatalog mit so weiten Beinen und so viel Luft am Hintern. Der kurzärmliche gelbe Polyesterpulli klebte flach auf ihrer Brust. Schrecklich, wie die rumläuft, sagte eins der Mädchen aus der Raucherklicke. Die qualmenden Schüler standen nicht weit von ihr am sogenannten Aschenturm, einem bepflanzten Hochbeet, das der Hausmeister ringsum mit Aschenbechern bestückt hatte. Kampf den Kippen, lautete seine Parole, wenn er fluchend die doch auf dem Boden gelandeten Zigarettenstummel einsammelte. Keine Titten und kein Arsch in der Hose, feixte einer der Jungs. Und die 15-jährige Gudrun auf der Bank sank noch mehr in sich zusammen. Noch schlimmer als die Schulhofhänseleien war der Sportunterricht. Das Ausziehen in der Mädchengarderobe, das gemeinsame Duschen, die Blicke der anderen, die Sticheleien, wenn sie unter schwierigen Verrenkungen BH und Unterhemd unter dem Oberteil hervorzog und schnell in ihre Sporttasche stopfte. Ihre Ausreden, wenn sie gar nicht oder als allerletzte duschte. Die vorgetäuschten Bauchkrämpfe wegen der Periode, die gefälschten Entschuldigungen, wenn sie der Schwimmstunde fernbleiben wollte. Ja, ja, Frieda, davon weißt du nichts. Die Puppe Frieda aber schweigt. Mein Krimi, wer kennt diese Frau, wird aus der Sicht mehrerer Menschen erzählt. Einmal aus der Sicht von Gudrun, dann aus der Sicht der verschwundenen Prostituierten Eva und der des Kommissar-Duos, das sind Alfred und Dominik. Als kleinen Exkurs jetzt ein Familienalltag bei Kriminalhauptkommissar Alfred Meister. Gretes Kartoffelauflauf schmeckt nicht mal übel. Zumindest in Alfreds Portion findet sich ein ordentlicher Anteil Schinken und er schaufelt voll Appetit. Papa, schling nicht so. Tochter Mia sitzt ihm mit verschränkten Armen gegenüber und schüttelt den Kopf. Lass ihn doch, ich freue mich, wenn es ihm schmeckt. Grete schaut ihren Mann aufmunternd an. Magst noch? Alfred stöhnt leicht und hält sich mit der freien Hand theatralisch den Bauch. Du mästest mich, ich glaube, es reicht jetzt.
Er hat doch bestimmt heute schon ein paar Mal an irgendwelchen Imbissbuden Halt gemacht, stichelt Mia weiter. An einer, korrigiert Alfred. Er kann ja nicht bis abends hungern, verteidigt ihn Grete. Tät ihm aber gut. Mia hat gerade ihre Magermodelphase und die Bloß-kein-Fleisch-Phase mit dazu. Grete schüttelt vorwurfsvoll den Kopf und fängt an, Teller und Besteck in die Spülmaschine zu räumen. Es ist schon spät heute, nach 21 Uhr, weil Alfred mal wieder nicht von der Arbeit wegkam. Mia hat sich schon vor Stunden an ein paar Blättern Salat mit einem Löffelchen Joghurtsoße und ein paar Kräutern gelabt. Sie sitzt eher unlustig mit am Tisch, weil Meisters Wert auf gemeinsame Abendessen legen. Kann ich jetzt hoch, nörgelt sie und wischt schon wieder an ihrem Smartphone herum. Wart mal einen Augenblick. Alfred schluckt den letzten Bissen Auflauf runter und überlegt einen Moment, wie er möglichst nebenbei auf den letzten merkwürdigen Typen zu sprechen kommen kann, den Mia neulich angeschleppt hat. Die schaut gar nicht hoch, sondern grinst ihr Handy an und tippt in Windeseile irgendwas ein. Grete steht mit in die Hüften gestemmten Händen neben dem Tisch und betrachtet ihre Familie. Zumindest die Anwesende, denn die beiden Großen sind zum Glück aus dem Haus. Na, dann gehe ich mal Wäsche aufhängen. Und dann schauen wir noch ein Stündchen fern, Fred. Machen wir. Erreicht Grete den Teller, sie räumt ihn in die Spülmaschine und verschwindet mit einem letzten verschwörerischen Blick zu Alfred aus der Küche. Sag mal, Mia Kind, der Junge neulich, also ich meine, bist du mit dem? Mia Kind schaut genervt auf. Papa, ich bin aufgeklärt, okay? Du erinnerst dich, wir hatten Sexualkunde in der Schule, war eh nichts Neues für mich dabei. Ich will doch nur wissen, ob es was Festes ist, wegen Verhütung und so. Alfred hat das Gefühl, rot zu werden. Warum bloß überlässt er solche Themen nicht Grete? Wie heißt er denn, schiebt er schnell noch hinterher. Weitere Fragen nach Alter, Einkommen und sexueller Vorerfahrung verkneift er sich schweren Herzens. Mia grinst und legt das Smartphone beiseite, eher aus Mitleid mit ihrem betagten Vater als aus Höflichkeit. Meinst du den mit den langen Haaren? Das war Socke. Socke? Keine Ahnung, wie der richtig heißt. Ist nur ein Kumpel. Und keine Sorge, Paps, ich kenne mich aus mit Verhütung. Sie glaubt ihr Handy vom Tisch, kommt zu ihm herum und drückt ihm einen Kuss auf die Backe. In der Tür stößt sie fast mit Grete zusammen. So kann Mia sein, in einem Moment sickig, im anderen anschmiegsam. Frauen halt. Gudrun. Gudrun wiegt den Hammer in der Hand. Wie gern hat sie früher ihrem Vater bei kleinen handwerklichen Arbeiten geholfen, die er als Ausgleich zu seiner sitzenden Pförtnertätigkeit am Abend brauchte. Er zimmerte kleine Tischchen und Schränkchen und Puppenmöbel für die beiden Töchter und freute sich darüber, dass Gudrun auch Spaß daran hatte. »Hol mir mal den Schraubenschlüssel, mein Junge«, zog er sie gelegentlich auf, wenn sie als etwa Siebenjährige in ihrer blauen Latzhose auf Arbeitsaufträge wartete. Sie war ein wildes, unbändiges Kind gewesen, das gern mit anderen raufte und vor dem sich so mancher Junge im Kindergarten fürchtete. Gudrun liebte aber auch ihre Puppen und konnte stundenlang zusammen mit ihrer Schwester Schule spielen. Puppen und Teddy saßen dann einträchtig in mehreren Reihen auf dem oberen Stockbett, Gudruns Revier, und dienten ihren strengen Lehrerinnen als mehr oder weniger gelehrige Schülerinnen. Die Mutter mochte es nicht, wenn der Vater Gudrun als seinen Jungen bezeichnete. Sie warf ihm böse Blicke zu und legte ihrer älteren Tochter am nächsten Tag erst recht ein rosa Kleidchen zum Anziehen hin. Gudrun selbst hatte kein Problem damit. Ihr wirkliches Leid begann erst mit den Arztbesuchen und den schlimmen Tagen im Krankenhaus. Dort wurde ihr klar, sie musste eine fürchterliche Krankheit haben, über die man nicht sprechen konnte. Tief in ihr drinnen hockte wie ein Raubtier auf dem Sprung eine noch viel schlimmere Ahnung, die sich nicht einmal im Traum in Worte fassen ließ. Heute weiß Gudrun, was es war. Sie glaubte, sterben zu müssen, sehr bald schon und womöglich unter fürchterlichen Qualen. Anders konnte sich das Kind die Blicke und das entsetzliche Schweigen der Eltern nicht erklären, wenn sie mal wieder aus dem Sprechzimmer eines Arztes kamen, vor dem Gudrun ängstlich und unwissend ausgeharrt hatte. Bekam ihre Schwester, 2 Jahre jünger als sie, irgendetwas davon mit? Gudrun kann sich nicht erinnern. Sie haben nie darüber gesprochen, damals nicht, als Teenager nicht und als erwachsene Frauen schon gar nicht. Damals wie heute die Lösung, Schweigen, nichts als Schweigen. Anders als die anderen zu sein. Gudrun weiß nicht mehr, wann sie es gemerkt hat.
Mit 4 Jahren, als ihre Eltern sie zum ersten Mal ins Krankenhaus brachten und die ständigen Bauchschmerzen ihr Todesangst machten. Mit 7 Jahren, als es für ihre Mutter unerklärlich wichtig wurde, ob Gudrun eine Latzhose oder ein rosa Kleidchen trug. Mit jedem weiteren Krankenhausaufenthalt, bei dem ihr Dinge aus dem Bauch entfernt wurden, von deren Existenz sie überhaupt nichts gewusst hatte und die offenbar überflüssig waren, wenn sie ohne sie leben konnte. So legte es sich das Kind Gudrun im wachen Zustand zurecht. Gewebe, hörte sie einen Arzt sagen, der die Eltern nach einem Eingriff beruhigte. Das Gewebe sei entfernt worden, bevor es hätte bösartig werden können. Die Mutter seufzte erleichtert auf, der Vater runzelte die Stirn. Von der Gefahr, dass etwas im Bauch seiner Tochter hätte bösartig werden können, wusste er offensichtlich nichts. Alles wird gut, murmelte er manchmal, wenn er Gudrun ins Krankenhaus brachte. Alles wird gut, mein Mädchen. Tage später, wenn sie gemeinsam an seiner Tischlerbank werkelten, nannte er sie wieder mein Junge. Und Gudrun schob die beschämenden Ereignisse im Krankenhaus in die unterste Schublade ihres Gedächtnisses. Das alles war noch kein bewusstes Anderssein, nur ein vages Gefühl, ein schlimmes Gefühl, ein Entsetzen darüber, welche unaussprechlichen Wahrheiten über sie selbst ihr verheimlicht wurden. Ein einziges Mal hat sie damals versucht, so etwas wie Normalität herzustellen. Sie muss 14 oder 15 gewesen sein. Nach großer Überwindung fragte sie ihre Mutter, ob es sein könne, dass ihre Periode erst später käme. Ja, bekam sie zur Antwort, das könne alles sein. Ob sie nicht vielleicht vorsorglich auch eine Binde einpacken solle? Nimm dir eine von meinen, sagte ihre Mutter, und damit war das Gespräch beendet. Gudrun hätte lieber Tampons gehabt, aber so etwas Unnatürliches benutzte ihre Mutter nicht und sie hatte Hemmungen, selbst welche zu kaufen. Also wickelte sie eine Damenbinde in der Größe einer Babywindel in Papier und trug sie ein paar Wochen in ihrer Schultasche mit sich herum. Zum Einsatz kam sie nicht. Keine ihrer Schulkameradinnen fragte sie je danach. Richtig schlimm wurde es, als Gudruns 2 Jahre jüngere Schwester menstruierte. Sie machte ein Riesending daraus, wechselte nach jedem Tropfen Blut ihre Einlagen, um ja nicht komisch zu riechen, und lag außerdem jeden Monat mindestens 2 Tage wegen ihrer Bauchkrämpfe flach. Von da an erfand auch Gudrun Menstruationsbeschwerden und legte sich Binden in den Schlüpfer, die sie dann trocken und unbefleckt wegwarf. Die Einzige, die ihr offensichtlich nicht glaubte, war ihre Mutter, und das verletzte Gudrun zutiefst. Sie musste beweisen, was nicht war, und schnitt sich tief in den linken Unterarm. Während sie gefühlt mehrere Liter Blut verlor und auf eine weiße Binde tropfen ließ, färbte sich das saugfähige Material nur wenig rosarot. Nun war es nicht so, dass Familie Däuber besonders offen mit Nacktheit umging. Wer aufs Klo musste, tat dies allein und schloss die Tür ab. Wer ein Bad nahm, erst recht. Nur gelegentlich, wenn die im Bad schleudernde Waschmaschine gleich fertig war, verlangte Gudruns Mutter Zugang, auch wenn eines der Mädchen auf der Schüssel saß. Einen solchen Moment wartete Gudrun ab und stöhnte wie nebenbei über ihre beginnende Periode und ihre Bauchschmerzen. Noch heute erinnert sie sich an den ungläubigen Blick ihrer Mutter, die einen zwar schamhaften, aber doch langen Augenblick lang in den Schlüpfer der Tochter spähte. Und das Mädchen Gudrun begriff damals, dass ihre Mutter sofort durchschaute, dass dieses Blut nicht echt oder zumindest kein Menstruationsblut sein konnte. Das war das Schlimmste an der ganzen Aktion. Ihre Mutter wusste etwas, das sie ihr vorenthielt. Und Gudrun hatte keinen blassen Schimmer, wonach sie fragen müsste, um die Wahrheit zu erfahren. Kurz nach diesem Vorkommnis teilten ihr die Eltern wie nebenbei mit, dass sie mal wieder einen Termin in der Uniklinik erlangen hätte. Nochmal ein Exkurs zu Alfred, Grete und seiner Frau Grete und seiner Kollegin Dominik. Alfreds Stammkneipe ist das Bamberger Fessler. Da treffen sich die 3 am Abend. So sitzen sie nun zu dritt im Fessler an Alfreds Stammplatz hinten links und jetzt ist es die Bedienung, deren Miene zu wünschen übrig lässt. Habt ihr denn schon euren Mörder? Hat sie gleich zu Anfang gefragt. Von ihrem Stammgast Alfred hätte sie vielleicht eine Andeutung bekommen. Aber diese große, attraktive Frau mit den Modelmaßen, Dominik, ist ihm zuvor gekommen. Laufende Ermittlungen, sorry. Die andere Frau an Alfreds Seite schaut wenigstens normal aus, will heißen, sie hat ein bisschen Speck auf den Hüften, Grete.
Das war eine richtig gute Idee von euch, dass wir hier zusammen zu Abend essen, sagt Grete. Ich wollte eigentlich Käsespätzle machen, aber meint ihr, ich bin zu irgendwas gekommen heute? Hab bestimmt 2 Stunden mit meinem Frauenkreis telefoniert und als ich endlich mit dem Kochen anfangen wollte, hast du angerufen, Dominik. Dominik schiebt gerade eine halbe Bratwurst in den Mund und geniert sich nicht, kauen zu reden. Dein Frauenkreis? Ach, von der Gemeinde, weißt du. Zurzeit nähen wir Herzkissen für Brustkrebspatientinnen. Die sollen nächste Woche übergeben werden, deshalb drängt die Zeit. Okay, und was sind Herzkissen? Na, Kissen in Herzform eben. Die liegen angenehm unterm Arm, wenn bei einer Frau die Lymphdrüsen entfernt wurden. Kommt oft vor bei Brustkrebs. Dominik nickt. Das müsste ich eigentlich wissen. Meine Mutter hatte Brustkrebs. Lebt sie noch? Fragt Grete mitfühlend. Oh ja, ihr geht's wieder gut. Und Grete antwortet, das ist schön. Alfred streicht sich wohlig über den jetzt gut gefüllten Bauch. Was gibt es Besseres, als mit einem Schäuferler mit Kraut im Magen im Fessler zu sitzen, das zweite Seidler Bier vor sich und 2 attraktive Frauen im Schlepptau, die genauso viel Lust auf Essen und Trinken haben wie er, ihn aber unterhaltungsmäßig außen vor lassen. Da verblassen die erfolglosen Ermittlungen des Tages doch gleich in der Erinnerung. Hab erst überlegt, ob ich Sigi anrufe, dass ihr sie mal kennenlernt. Dominik ist fertig mit Essen und nimmt einen großen Schluck Bier. Wer ist Sigi? Fragt Grete begriffsstutzig. Dominik und Alfred schauen sich an und grinsen. Sie weiß es noch nicht, meint Alfred. Okay, Dominik lehnt sich zurück und verschränkt die Arme vor der Brust. Sie ist ein bisschen beschwipst, ihr sonst gleichmäßig bronzefarbener Teint hat ein paar rote Flecken. Grete, du bist doch eine Frau von Welt, auch wenn du katholisch bist, oder? Grete kapiert nicht, auf was Alfreds taffe Kollegin hinaus will. Man kann ja katholisch sein und trotzdem in der Welt, formuliert sie vorsichtig. Sie ist eine Frau von Welt, bestätigt Alfred. Also gut, bereit für die Wahrheit? Ich lebe mit einer Frau zusammen, das ist Sigi. Ich mag aber auch Männer, gelegentlich. Sie schaut Grete abwartend an. So nüchtern Grete ist, weil sie ihren Mann noch nach Hause chauffieren muss, so nüchtern antwortet sie auch. Ja und, ist doch okay, wo die Liebe halt hinfällt. Dominik beugt sich plötzlich vor und zieht Grete in einem seltenen Anfall von Sentimentalität in ihre langen Arme. Du bist eine klasse Frau. Wenn ich nicht schon eine hätte, dann hätte Alfred jetzt ein Problem. Sie brusten alle 3 los vor Lachen und ernten tadelnde Blicke der Bedienung. Gudrun träumt. Ihr Vater ist schon ein paar Wochen unter der Erde. Die Mutter hat jeglichen Plan für ihr Leben verloren. In der Realität, wie auch im Traum, weiß Gudrun, die Mutter hätte sich das Leben genommen, wenn sie den Mut dazu gehabt hätte. So nahm es ihr einen Schlaganfall. Gudrun sitzt am Sterbebett der Mutter, ihre Schwester auf der anderen Seite, jede hält eine Hand, beide wissen, dass es gleich zu Ende geht. Warum hast du es mir nicht gesagt? Fragt Gudrun in Gedanken das leichenblasse Gesicht auf dem Kopfkissen. Die Lippen der Sterbenden wollen Worte formen und schaffen es nicht. Gudruns Schwester kann ablesen, was sie sagen will. Sie sagt, du bist eine Missgeburt. Sie wollte dich nicht haben. Sie wollte, dass du stirbst. Am besten während einer der vielen Operationen im Krankenhaus, bei der sie versucht haben, einen normalen Menschen aus dir zu machen. Gudrun nickt. Ich weiß, nur unser Vater hat mich gern gehabt, so wie ich bin. Wieder öffnet sich der zahnlose Mund der Sterbenden. Wieder übersetzt die Schwester. Das glaubst du nur. Dein Vater wollte immer, dass du sein Junge bist. Das, was du wirklich bist, hat er auch nicht gemocht. Ihre Schwester spricht teilnahmslos, als sei sie eine bestellte Dolmetscherin, die nichts mit der Familie zu tun hat. Gudrun lässt die Hand ihrer Mutter los. Sie nimmt eine mit klarer Flüssigkeit gefüllte Spritze vom Nachtkästchen und setzt die Spitze der Nadel sorgfältig an den Hals der im Bett liegenden Frau. Es ist gar nicht mehr ihre Mutter. Das weiß sie in diesem Moment mit großer Sicherheit. Das ist eine Fremde, die es nicht verdient hat zu leben und die jetzt sterben muss. Und das tut sie dann von Gudruns Hand. Und auch als sie schon tot ist, formen die Lippen noch Worte. Und Gudruns Schwester übersetzt, sie sagt, du bist schuld. Gudrun erwacht schweißgebadet, obwohl es in ihrem Schlafzimmer kalt ist. Der Wecker zeigt 5.35 Uhr. Sie hat trotz 2 Schlaftabletten schlecht geschlafen und braucht eine ganze Weile, um zu sich zu kommen. Sie greift nach der halbvollen Wasserflasche neben ihrem Bett und trinkt sie auf einen Zug aus. Benommen und ohne Brille tappt sie ins Bad zum Pinkeln, sitzt auf der Schüssel und stützt den Kopf mit den Händen. Die Wahrheit? Gudrun kam gar nicht ans Sterbebett der Mutter. Sie war mit Georg unterwegs, wandern in der Fränkischen Schweiz.
und sie empfand an diesem Tag so viel Glück wie fast nie mehr danach. Georg ist Gudruns große Liebe, ein Priesteranwärter im katholischen Bamberg. Den morgendlichen Anruf ihrer Schwester, sie solle kommen, es könne mit der Mutter zu Ende gehen, hatte sie einfach ignoriert. Beim Frühstück in dem kleinen Gasthof in Gößweinstein hatte Georg zum ersten Mal laut ausgesprochen, was sie sich sehnlicher wünschte als alles andere auf dieser Welt. Ich könnte auch Diakon werden, dann könnten wir heiraten. Ja, ja, ich will. Das wollte sie schreien und war doch sprachlos vor Glück. Georg hatte es an diesem Tag zum ersten und auch zum letzten Mal ausgesprochen. Und Gudruns Mutter war tot, als sie am Abend im Krankenhaus eintraf. Einige wenige Male musste Gudruns Schwester mit zur Untersuchung kommen. Die schrie und zeterte und wehrte sich. Der Onkel Doktor wolle doch nur sehen, ob sie gesund sei, begründete die Mutter. Im Gegensatz zu Gudrun, das sagte sie aber nicht. Gudruns Schwester war offenbar gesund. Ihr Bauch musste nicht aufgeschnitten werden. Gudruns Bauch, der war kurz nach ihrem 17. Geburtstag dran. Da war sie bereits im ersten Lehrjahr als Verkäuferin in einem kleinen Laden für Stoffe und Wolle. Gelegentlich schnappte sie in dieser Zeit Gesprächsfetzen der Eltern auf. Wir müssen jetzt endlich, nein, das darfst du ihr nicht sagen. Die OP muss sein. Der Arzt hat den Termin schon einmal verschoben. Sagst du es ihr? Wahrscheinlich nicht ohne Grund wurde ein Termin in den Sommerferien gewählt. Gudruns Schwester wurde zusammen mit einer Freundin in ein Ferienlager geschickt. Als sie zurückkam, war bereits alles über die Bühne gegangen. Gudrun fügte sich auch dieses Mal. In Erlangen empfingen sie die gleichen Ärzte wie immer. Sie kann sich noch an eine neue junge Ärztin erinnern, die wortlos neben den Koryphäen stand und ihr vor der Narkose fest die Hand drückte. Diese Ärztin war es auch, die Gudrun sich nach der OP zu fragen traute. Ich habe Krebs im Bauch, oder? Nein, nein, keine Angst, du hast... Dann stand der Chefarzt neben ihr, wie aus dem Boden gewachsen, und seine Stimme troff vor Güte. Sei jetzt tapfer, kleine Gudrun. Wir mussten leider die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernen. Zur Vorsicht, damit du keinen Krebs bekommst. Die junge Ärztin schloss den Mund wieder und sagte nichts. Gudrun kann sich heute noch erinnern, wie ihr ein Stein vom Herzen fiel. Kein Krebs, Gott sei Dank. Dann der Nachsatz, du kannst leider keine Kinder bekommen. Auch das war nicht schlimm. Sie war 17. Wer will mit 17 schon Kinder bekommen? An später dachte sie nicht. Der Chefarzt nickte ihr huldvoll zu und ging. Die junge Ärztin drückte ihr wieder die Hand. Tut mir leid, hast du denn einen Freund? Nee. Oder schon mal einen Freund gehabt? Gudrun schüttelte den Kopf. In der Schule war sie gelegentlich verliebt gewesen. Keiner der Jungs hatte ihre Gefühle erwidert. Jetzt in der Ausbildung, in der Berufsschule, war sie nur noch unter Mädchen. Woher also einen Freund nehmen? Weil die Ärztin zögerte einen Moment und schaute zur Tür, durch die ihr Chef soeben entschwunden war. Also ich meine, wenn du irgendwann Fragen hast, dann geh auf jeden Fall zu deinem Frauenarzt. Mit Sicherheit nicht, dachte Gudrun und konnte nicht verhindern, dass sie rot wurde. Freiwillig würde sie weder einen Frauenarzt aufsuchen, noch sich ein weiteres Mal operieren lassen. Sie hatte keinen Krebs, sie würde nicht sterben, das musste erst mal reichen. Dankeschön, liebe Nicole. Danke auch. Ich werde jetzt mal deine Bücher ein bisschen auf die Seite tun. So. Ja, vielen Dank für die sehr bewegende Lesung. Magst du mal erzählen, wie dieser Stoff zu dir gekommen ist, dieses Thema? Ja, da gab es verschiedene Wege. Martin hat ja erzählt, ich bin Sozialpädagogin. Ich habe einige Jahre auch in Bamberg in einer katholischen Beratungsstelle gearbeitet und wir waren viel in Schulen zur Sexualpädagogik, zur Prävention und einer der Inhalte war, Schüler auch mit Sexualität bekannt zu machen, auch mit sexueller Identität und da war es mir einfach wichtig, alle Möglichkeiten, die es gibt für Menschen, ihnen vorzustellen und da bin ich auch auf das Thema Intersexualität gestoßen und habe sehr wenig dazu gefunden. Es gibt ganz wenig Bücher, es gibt ein paar wenige Dokus, die habe ich gesehen, fand ich sehr bewegend. Ja. Wie sah dann deine Recherche aus zu dem Thema?
Also ich kann mich an zwei Bücher erinnern. Das eine ist Middlesex, das andere Ich war mal nun Frau. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Ich bin auf der Internetseite der XY-Frauen gewesen. Ich glaube, die gehören jetzt zu den intersexuellen Menschen. Ich denke, diese Seite selber gibt es gar nicht mehr. Habe auch Kontakt aufgenommen. Hätte sehr gern jemand gehabt für ein Interview. Meine Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner dort hat es auch versucht, aber es hat sich leider niemand gemeldet. Deshalb war ich auf die Erlebnisberichte der XY-Menschen angewiesen, die ich gefunden habe. Diese Geschichte ist ja eingebettet auch in einen Kriminalfall. Hm. Wie bist du auf diesen Gedanken gekommen, das zu verbinden? Na, ich schreibe sowieso gern spannende Geschichten, seien es nun Romane oder auch Krimis. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Mittel, um Menschen, die gerne lesen, auch mit Themen bekannt zu machen, die sie vielleicht sonst gar nicht angehen würden, zu denen sie gar keinen Zugang hätten. Und so ist es eigentlich in jedem meiner Romane, dass ich ein gesellschaftliches Thema aussuche. Und das hat sich jetzt angeboten durch die Spurensuche, die ja die Polizei macht, mit den XY-Spuren, wo lange niemand eben entdeckt, woran das liegt, dass sie keine Spuren einer Dame finden in dem Apartment. Und dadurch hat sich das angeboten. Ja. Ich würde jetzt gerade mal einmal ins Publikum schauen, ob es vielleicht Fragen gibt oder Bemerkungen, Anmerkungen von euch. Der Inhalt der heutigen Lesung ist natürlich auch hier auf das Queere Festival abgestimmt. Bei Krimi-Lesungen geht es auch viel um die Ermittlungen, wer in Verdacht gerät, also diesen Frauenarzt ermordet zu haben. Und Gudrun ist eben eine der Personen, die ja immer wieder entwischt, aber die einen Bezug offensichtlich hat zu der Prostituierten in der Wohnung. Und die Polizei merkt eben ganz zum Schluss erst, wie Gudrun und Eva zusammenhängen. Es ist eine schwierige Geschichte, weil ich kann eigentlich nicht mit dem Thema werben für den Roman, weil das dann auch die Täterschaft sozusagen aufdecken würde. Ne? Ja. Und ich habe es eben hier vor allem Gudruns Geschichte auch ausgesucht zum Lesen. Das kommt immer wieder zwischendurch, also diese drei Perspektiven, Gudrun, Eva und das Ermittlerduo. Genau. War das schwierig, diesen Perspektivwechsel zu schreiben? Nee, eigentlich nicht. Ich mache das gerne, dass ich immer wieder in eine andere Geschichte eintauche und ein bisschen abwechsle. Eben im Vorgespräch hast du gesagt, wir dürfen auch das Thema erwähnen, um das es ja hier auch gerade auch im Rahmen des Festivals geht, nämlich das Thema Intersexualität. Mhm. Und ich finde das ganz fantastisch, dass du da einfach einen Menschen, der intersexuell ist, dir eine Stimme gibst und eine Figur auch, die ja sehr auch intensiv beschrieben wird. Magst du diese Figur? Ja, und ich habe festgestellt, auch die Testleser, die das fertige Buch dann hatten, mochten eigentlich Gudrun am liebsten. Man hatte viel Mitleid mit ihr oder viel Mitgefühl für sie. Ich kenne ja jetzt dein Buch und die Szenen des Ermittlerduos sind ja auch auf eine ganz andere Art auch erzählt. Das ist sehr rasant, ne? Und auch in einer anderen Sprache, würde ich mal sagen. Wie war das für dich beim Schreiben, so diesen Wechsel selbst zu erleben? Also ich schreibe ja ganz unterschiedliche Dinge, Kurzgeschichten, Romane, ganz kurze Texte. Staccato-Texte, sage ich immer, wo ganz wenige Worte drin vorkommen. Und das kam mir eben bei dem Roman sehr entgegen, dass ich da so verschiedene Stile auch mixen konnte und auf die Personen abstellen konnte, die handeln. War da eigentlich noch eine Wortmeldung? Ich meine, ich hätte da noch irgendwas gesehen. Nein, okay. Der Titel, Wer kennt diese Frau, der ist ja dann auch nochmal doppelt interessant, ja. Weil es für mich so klingt, dass sie ja auch selbst auf der Suche ist, sich kennenzulernen. Ja, genau. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin Sozialpädagogin im Beruf und habe da im Lauf meines
Arbeitslebens eigentlich jede menschliche Krise, die es gibt, kennengelernt in den verschiedenen Arbeitsfeldern. Und ich denke, jetzt, wo ich nicht mehr arbeite, sehe ich das einfach auch so als Chance, andere Menschen, Leser mit Schicksalen bekannt zu machen, jetzt auf eine gute Art, sich damit auseinanderzusetzen. Und mir ist einfach wichtig, dass die Personen, um die es geht, selber ihre Geschichte erzählen, dass ich sie nicht bewerte oder irgendwo einordne, sondern der Leser das machen kann. Gab es irgendwie ein konkretes Vorbild oder einen konkreten Menschen, an den du dachtest bei der Entwicklung dieser Figur? Wie gesagt, ich kenne jetzt persönlich keinen intersexuellen Menschen, aber ich habe vor vielen Jahren in Coburg mit einem transsexuellen Mann Kontakt gehabt. Ich schreibe auch für die örtliche Zeitung und er hat sich an mich gewandt, ob ich mal sein Schicksal bekannt machen kann, weil er auch Mitstreiter oder Mitstreiterinnen gesucht hat. Und von ihm habe ich ganz viel gelernt über sexuelle Identität, dass es eine ganze Bandbreite gibt von 100% männlich zu 100% weiblich und dazwischen alle möglichen Spielarten und dass das alles in Ordnung ist. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ich glaube, das hat mich immer so ein bisschen verfolgt, das Thema das mal wieder aufzugreifen. Ja. Gab es Reaktionen auch aus, ich sag mal, der Community auf das Buch, speziell zu dem Thema? Wie bitte? Gab es Reaktionen auch speziell zu diesem Thema? Von Leserinnen, von Lesern? Nein, komischerweise nicht. Ich weiß nicht, ob das trotzdem noch für viele so ein Tabuthema ist, dazu sich zu äußern oder es vielen fremd ist. Ich kann mich selber erinnern, dass ich auch noch lang als junge erwachsene Frau gar nicht wusste, was das eigentlich ist, wenn man mit zwei Geschlechtern geboren wird. Das war was ganz Fremdes und ich dachte, das kommt ganz, ganz selten vor. Und ich glaube, dass es der Mehrheit der Bevölkerung immer noch so geht, dass man gar nicht einordnen kann, kenne ich vielleicht sogar so einen Menschen und wie geht's ihm, wie geht's ihr, wer ist das? Das ist so eine Sprachlosigkeit. Zum Thema. Ja, das wird ja auch sehr eindrucksvoll beschrieben, auch diese Suche einfach nach dieser Art von Identität. Ja. Und gerade eben auch in der Generation, Gudrun ist ja auch so an die 60, ich weiß aber nicht, ob sich viel geändert hat. Ich habe ja im Krankenhaus gearbeitet und habe dort auch die Frauenärzte und Kinderärzte in unserem Klinikum, das immerhin 1000 Bettenhaus ist, gefragt, wie sie mit umgehen, wenn so ein Kind geboren wird oder ob das vorkommt. Und ich habe keine Antwort bekommen. Also die aktuell am Krankenhaus gearbeitet haben, konnten sich nicht erinnern. Und eine ältere Ärztin meinte, ja, solche Kinder werden sofort in die Uniklinik gebracht oder nach Würzburg oder nach Erlangen. Also da ist auch gar kein Bewusstsein für dieses Thema. Vielleicht wirklich nur in den Unikliniken, ich weiß es nicht. Ja, umso wichtiger, dass du das, dass es dann auch solche Texte gibt, ja, um darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Ja. Du hast gesagt, du schreibst auch gerne Krimis. Wie viele Krimis oder Kriminalgeschichten gibt es von dir bis jetzt? Wie viel es schon gibt? Also das ist der erste richtige Krimi. Es kam auch in den bisherigen Romanen immer eine spannende Handlung vor. Im letzten zum Beispiel geht es um ein in einer Sekte verschwundenes Mädchen. Ist ja auch eine Form von Kriminalität, wenn ein Mädchen gezwungen wird, teilzunehmen, wo es nicht möchte. Aber kriminelle Handlungen sind bei mir eher immer, es geht bei mir nicht blutrünstig zu. Ich mag keine Gewalt, keine allzu schroff geschilderte Gewalt in Büchern. Ich lese es auch nicht gerne. Und von daher sind es dann eher subtilere Themen. Ja, also ich lese eigentlich gar keine Krimis und war dann wirklich überrascht, dass mich das Buch doch sehr, sehr gefesselt hat. Und denke, es lohnt sich sehr, auch nochmal tiefer einzusteigen, dann auch in Gudruns Geschichte. Und das ist ja alles auch sehr kunstvoll, auch dann gearbeitet, wie alles zusammenhängt. Und ich denke, da gibt es auch wirklich dann auch eine Überraschung am Schluss. Also ich habe 3 Exemplare mit, würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder die andere eins mitnehmen möchte, damit ich in meinem Rucksack Platz habe noch für andere Literatur. Mich würde total interessieren, hast du einen Lieblingsplatz, an dem du schreibst? Wie sieht dein Schreibplatz aus? Da muss ich zugeben, dass ich immer im Haus herumwandere und wenn jetzt künftig
es kein Gas mehr gibt, werde ich wahrscheinlich nur noch im kleinen Wohnzimmer, wo der Kachelofen ist, sitzen und da mich einengen. Ansonsten schreibe ich immer da, wo gerade die Temperatur passt. In meinem eigenen Zimmer habe ich einen großen Schreibtisch. Manchmal gehe ich auf die Terrasse. Manchmal sitze ich am Wohnzimmertisch oder am Küchentisch. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist so stimmungsabhängig. Das geht ja alles mit dem Laptop. Man kann ja im Haus herumwandern. Woran arbeitest du jetzt gerade aktuell? Also ich habe ein Nachfolgekrimi angefangen, habe ich vielleicht so 100 Seiten, da geht es mehr so um den Bereich Pflege, also wie passiert es, dass jemand ältere Menschen umbringt, aus Mitleid, vorgetäuschtem Mitleid. Aber ich schreibe auch ganz andere Sachen. Ich erforsche zum Beispiel die Geschichte unseres Hauses im Moment und mache da Interviews mit Zeitzeugen, mit Nachbarn. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Das heißt, wir dürfen noch einiges erwarten. Ich hoffe, ja. Ja, bitte. Ich weiß. Ja. Ja. Genau. Das ist ja auch mit dem Geschlechtseintrag, ist auch mit divers möglich. Das war ganz wichtig, denke ich, dass so ein Schritt kam. Ich habe auch eine sehr interessante Doku gesehen, vielleicht kennt die der ein oder andere von euch, von einem in der geschlechtlichen Kind, wo die Eltern wirklich das Kind haben aufwachsen lassen, wie es wollte. Und es sah aus wie ein Junge, wie ein Mädchen und hat sich total wohl gefühlt. Also wo es hingeht, das Kind war dann, glaube ich, 12 oder 13, als der Film fertiggestellt wurde, wusste zu dem Zeitpunkt keiner, aber die Eltern haben ihm einfach die Entwicklung gelassen, die das Kind selbst nehmen wollte. Ich denke, das Problem sind nicht die Menschen, die sich so fühlen, sondern ist halt die Gesellschaft, die es nicht zulässt, dass jemand außerhalb der Norm begegnet, weil man solche Menschen nicht einschätzen kann und nicht weiß, wer es ist. Das muss man halt aushalten. Herzlichen Dank, dass du diesem Thema Raum gibst und dass du hier gelesen hast für uns. Danke auch fürs Zuhören. Dankeschön. Danke.